Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 in der Lüdenscheid-Modifikation. Wir sind hier wieder auf der Brandstedt-Karte unterwegs und spielen nicht auf Schlimm 7, sondern wir spielen auf der Brandausbreitungsstufe Feuerwehrmann. Das heißt, es ist ein bisschen gedämpfter, es liegt überall Schnee. Wir haben das in den letzten Folgen so ein bisschen reduziert, damit es einfach ein bisschen reeller rüberkommt. Ja, weil wenn Schnee liegt, kann ja nicht ein fetter Waldbrand ausbrechen, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und wir spielen aber natürlich mit der Atemschutzlogik aktiv, wie auch in den letzten 100 Folgen gefühlt. Keine Ahnung, wie lange wir das schon aktiviert haben. Ja, diese Folge hier müsste die Weihnachtsfolge sein, wenn ich das so auf meinem Sendeplan richtig stehen habe. Und deswegen wünsche ich euch allen jetzt schon mal ein wunderbares Weihnachtsfest. Habt eine wunderbare Zeit mit euren Freunden, Familien, alleine oder auf der Arbeit, wo es halt gerade euch am liebsten ist. Oder vielleicht müsst ihr auch arbeiten an dem Tag. Ich wünsche euch trotzdem einfach einen wunderbaren, schönen Tag. Und ich sage das lieber direkt zum Beginn der Folge. Nicht, dass ich bis zum Ende der Folge wieder irgendwie vergessen habe, dass es die Weihnachtsfolge ist. Deswegen wünsche ich euch direkt einfach zu Beginn dieser Folge ein schönes Weihnachtsfest, genau. So, wir haben oben rechts schon mal den ersten Einsatz offen. Ja, und zwar haben wir hier einen Polizeieinsatz. Wir haben hier einen Falschparker. Wir wurden angerufen von den werten Herren, so wie es aussieht. Und wir sehen es, hier hat einer echt nicht so schön geparkt. Ja, vielleicht auch irgendwie Auto verreckt und das einfach nur noch so an die Seite geschoben. Wobei, wenn da Ladung drin ist, schiebst du das, glaube ich, keinen Meter. Aber wobei, wenn Auto gut läuft, dann kannst du es auch vielleicht ein bisschen anschieben. Wobei, bei dem Schneewetter halt auch wieder nicht. Schwierig. Es kann also, ja, es kann alles sein. Es kann alles sein, warum derjenige da so geparkt hat. Vielleicht auch medizinischer Notfall, wir wissen es nicht. So, wir schicken auf jeden Fall gerade mal die Polizei hier hin. Wobei ich jetzt hier bei dem Falschparker, wir nehmen die Sonderrechte raus. Wir schicken einfach mal einen Streifenwagen hier hin. Die können sich eigentlich gerade mal hier so daneben stellen und dann befragen wir mal den Anrufer und gucken mal, dass wir hier vielleicht einen Abschlepper herrufen. Alles ganz gechillt. Es dauert jetzt ein bisschen, bis die Polizei da ist. Wie gesagt, keine Sonderrechte. Da fährt auch schon der Wagen los. Ist auch ganz gut, wenn wir hier ohne Sonderrechte unterwegs sind und ein bisschen langsamer fahren, weil ihr seht ja, es liegt einfach überall Schnee. So. Ja, wir fahren einfach mal mit dem Streifenwagen mit, würde ich sagen. Wir tun auch die Perspektive mal so ein bisschen ändern. Dann sieht es so ein bisschen aus, als würden wir das Fahrzeug selber steuern, was wir aber gerade nicht machen. Und wir fahren einfach mal mit. Wir fahren einfach mal mit. Ist ja gerade nichts anderes los. Side-Events sind immer noch auf Stufe 5. Das heißt, genau, es kann jeden Moment irgendein Einsatz reinkommen. Und somit kommt auch der nächste Einsatz rein, und zwar ein gebrochenes Beinchen. Da schicken wir doch direkt mal einen Rettungswagen raus. Da hatten wir die Diskussion vor ein paar Folgen. Oder was heißt Diskussion? Da wurde so angestoßen, schickt man eigentlich bei einem gebrochenen Knochen den Rettungswagen mit Blaulicht hin oder ohne? Das hatte ich ja in der letzten Folge schon mal angesprochen, wenn ich mich nicht irre. Ich nehme diese Folge jetzt noch am gleichen Tag hier auf, deswegen, ich habe da immer noch nichts gelesen. Es dauert noch ein bisschen, bis die Folge rauskommt quasi, und deswegen, ja. Aber gerne eure Meinung, beziehungsweise vielleicht auch euer Wissen. Ihr seid ja eher so in dem Fachbereich aktiv. Ganz, ganz viele aus der Community sind im Rettungsdienst, bei der Feuerwehr, was weiß ich, vielleicht auch Polizei, THW, keine Ahnung. Und ihr habt da einfach mehr Fachwissen als ich. Ja, also ich bin da, was Fachwissen betrifft, komplett raus. Ich weiß da nicht ganz so viel. Was ich alles so weiß, das habe ich aus irgendwelchen Spielen oder aus irgendwelchen Fernsehserien und so weiter aufgegriffen. Oder vielleicht auch schon aus der Realität so ein bisschen nebenbei mitbekommen. Ja. Genau, wir warten jetzt hier gerade mal auf den Rettungswagen. Ich habe den jetzt mit Blaulicht rausgeschickt, weil ich finde eigentlich, gebrochener Knochen ist irgendwie immer ein Grund, allein wegen den Schmerzen und so weiter. Und ja, also meiner, also wenn ich so von meiner Meinung hier persönlich reden darf, dann würde ich sagen, also wäre ich eine Leitstelle, ich würde, glaube ich, die Rettungswagen mit Blaulicht rausschicken. Es war immer ein Risiko, dass da was passiert, aber so ein gebrochener Knochen ist ja doch irgendwie kein Spaß. Ist ja doch irgendwie kein Spaß. Zum Beispiel, ich kann auch mal berichten, wir hatten hier auch mal in der Straße, ja, so jemanden vielleicht 16, 17, 18 Jahre alt, keine Ahnung, irgend sowas in dem Dreh, mit seinem Moped durch die Gegend gefahren, hat es ein bisschen getuned gehabt, ja, war nicht ganz so legal unterwegs und ist ein bisschen schnell den Berg hier runtergerast. Dann kam dem Auto entgegen, er wollte ausweichen und die nächste Garage hat ihn abgefangen. Ja, sein Arm sah aus wie ein Schwanenhals. Also komplett einmal rumgebogen, S-Form drinne, wunderbar. Vor Schmerzen geschrien, hat da gesessen und so weiter. Wir sind dann alle raus und denen quasi geholfen, die Nachbarschaft, die das alles mitgekriegt haben, den Schlag und das Schreien und so weiter. Und ich kann mir da nicht vorstellen, dass der Rettungswagen da dann so ganz gemütlich mit ohne Blaulicht hingefahren kommt und sich dann um so einen Fall kümmert. Ich weiß es nicht. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Deswegen, ich weiß es halt nicht, wie das da wirklich ist. Ich finde es aber sehr interessant, falls ihr auch so Fragen habt, wie da eine Realität reagiert werden würde, dann schreibt ihr einfach mal in die Kommentare. Vielleicht kann ich das dann aufgreifen, mal hier anstoßen und vielleicht kann dann irgendjemand einen Fachkommentar dalassen. Dann hat wieder jeder was davon gelernt.
würde ich cool finden. So, also Abschlepper haben wir gerufen. Den können wir eigentlich direkt da draufklicken, dann ist das schon mal erledigt. Den Zeugen haben wir befragt und er flüchtet jetzt. Das ist anscheinend derjenige, der hier das Fahrzeug gefahren hat. Ah, kann das sein, dass hier das quasi sowas wie DHL, DPD, Hermes, keine Ahnung, Lieferdienst darstellen soll? Und kann es sein, dass er hier einfach wild geparkt hat und er wollte gerade ein Paket abgeben und dann haben die irgendwelche Leute die Polizei jetzt gerufen und wir... Der will jetzt flüchten, weil er so scheiße geparkt hat. Und wir pfeffern den gerade mal und nehmen den fest. Alles klar, der Einsatz nimmt eine etwas andere Wendung. Gut, wir haben hier noch eine Vergiftung reinbekommen. Da schicken wir auch mal einen Rettungswagen raus. Und hier können wir den Patienten schon wieder aufnehmen. So, okay. Dann gerade mal zurück zur Wache. Abschlepper ist gerufen, der weiß Bescheid, Nummernschild hat er übermittelt bekommen, fahrzeugweise, also kann er das hier einfach aufnehmen, braucht er die Polizei nicht mehr für, ist alles dokumentiert. Und ja, wir können auf die Wache fahren. Was wir jetzt aber auch mal machen können, ist hier ein paar Streifenwagen auf die Straße schicken. So, 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 so. Und dann sagen wir hier auf Streife und dann haben wir da ein paar unterwegs. Gut. Ist ein bisschen anders geendet als gedacht. Ich hatte gedacht, es wäre derjenige, der die Polizei angerufen hat wegen dem Fahrzeug. Aber es war anscheinend so, der wollte Pakete liefern, hat einfach das Fahrzeug da kreuz und quer hingestellt und ist dann hier hin. Und irgendjemand hat die Polizei gerufen. Ihr fahrt jetzt wirklich mit Blaulicht nach Hause? Beziehungsweise zur Wache? Wirklich? Mit Blaulicht? Warum mit Blaulicht? Ihr seid ohne Blaulicht hergekommen. Jetzt habt ihr jemanden festgenommen, jetzt fahrt ihr mit Blaulicht zurück. Okay. Wir haben halt einfach Bock auf Blaulicht. Kann man nichts machen. Da kommt auch schon der Abschlepper. Oh nein. Oh nein. Ich sehe das Fahrzeug hier. Ich sehe, die Tür ist offen. Und ich sehe auf der Minimap. Hä? Ach, da ist er ja. Der Gute. Er will von der anderen Zaunseite die Person aufnehmen. Alles klar. Dann muss er halt ein bisschen laufen. Kann man nichts machen. Gut. Hier der Rettungswagen aus der Wache 4. Vor Ort. Kümmert sich jetzt um die Person. Wir können auch hier eigentlich schon mal sagen, komm, nimm mal die Trage raus. Dann gucken wir gerade mal hier. Hermann, gebrochenen Arm. Es ist glatt. Es ist Schnee. Es ist Winter. Deswegen haben wir jetzt mal in den Folgen, wo hier Schnee liegt, die Side-Events ein bisschen erhöht. Kann ja trotzdem ein Einsatz reinkommen, der ein bisschen größer ist. Wir haben die Einsatzstufe hier auf 1. Und das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie dann große Feuerwehreinsätze wegfallen oder so. Nein. Oh. Oh. Amokläufer. Den wollen wir doch mal so schnell wie möglich hops nehmen, oder? Den jagen wir von hinten so ein bisschen und treiben den in Richtung restliche Streifenwagen, die wir hier jetzt vor Ort gleich haben. Und ich weiß nicht, wollen wir da noch irgendwas rausschicken? Normalerweise wäre das auch ein Fall fürs SEK, ein Amokläufer. Oder? Natürlich. Das ist so ein Punkt, den habe ich noch nie verstanden, wie man so blöd sein kann und Amok laufen kann. Das geht mir nicht in die Birne. Ja, bevor man andere Leute irgendwie noch in die Scheiße mit reinreißt, ja, dem das Leben nimmt oder was weiß ich, dann beende dein Leben selber, aber reiß da keine anderen Leute mit rein. Also das ist wirklich, keine Ahnung, sowas geht mir nicht in den Kopf. Allgemein nicht. Auch sich selber das Leben nehmen, es gibt immer irgendeinen Weg, wie man da wieder rausfindet aus der Kacke. Aber, oh nein, falsche Taste gedrückt. Aber das geht halt irgendwie gar nicht. Schwieriges Thema, aber das geht halt einfach gar nicht. Kannst du... Keine Ahnung, ich kann mir... Gib mir nicht den Kopf. So, okay, wir werden jetzt angegriffen, ist aber kein Thema, weil wir stürmen mit dem Fahrzeug noch davor, aber die ersten Schüsse sind gefallen, beziehungsweise ein Schuss hat getroffen, aber schusssichere Weste regelt. Alles im grünen Bereich. Die Autobahnpolizei hat hier die Person festgenommen, haben sie gut hingekriegt. Und, ja, schön. Ja, da sieht man auch, ich glaube, die Fahrzeuge wurden auch ein bisschen ausgetauscht. Ich glaube, einmal ist eine... Oder sind die beide gleich lang? Ich glaube, einmal ist eine längere Variante vom Vito mit im Spiel, einmal ist eine kürzere, wobei die könnten jetzt identisch sein. Könnten, müssen aber nicht. Wobei, hier die Scheibe ist getrennt bei dem, da nicht. Kann sein, dass die aber gleich lang sind. Aber kann auch sein, dass ein paar Zentimeter hier hinten fehlen. Wenn man so nach der Matrix geht, könnte der ein bisschen länger sein. Naja. Kleinigkeiten. So, gut. Alle zurück zur Wache. SEK können wir wieder abbestellen. Polizei hat es geregelt. Die sind einfach nur vorbeigefahren, hier Streife. Die wollten gar nicht hierher. Die haben sich gedacht, nö, 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 das ist an Weihnachten zu gefährlich. Machen wir nicht. Da habe ich ja immer einen großen Respekt an Polizisten. Ja, auch letztens wieder ein Video gesehen auf TikTok, wo so ein, muss man sagen, ist in Amerika vorgefallen. Da hat auch jemand angefangen rumzuballern. Der Polizist stand gerade auf einem Supermarkt, Parkplatz oder so, Shopping Mall. Und hat sich mit irgendeiner Frau unterhalten und ein Kind.
Und plötzlich hat er die Schüsse gehört und wieder einfach von jetzt auf gleich, von freundlicher Kopf auf, jetzt geht's hier um Leben und Tod, alle Leute müssen in Sicherheit gebracht werden und der Amokläufer muss sofort gestellt werden, damit nicht mehr Personen verletzt sind, wieder dann alleine dieses Gebäude quasi gesichert hat oder vor der, oder auf dem Parkplatz rumgerannt ist, um da alles zu sichern. Und der Einsatz von seinem Leben ist schon echt krass. Ich meine, man kann auch sagen, ja, Job von der Polizei, im Ernstfall müssen die ihr Leben dafür geben, kann man sagen, ja, ist ja im Grunde genommen so, die sind dafür da, andere Personen zu schützen und so weiter und dafür zu sorgen, dass die Menschen sich nicht gegenseitig umbringen und ja, aber es ist trotzdem irgendwie krass. Also ich will mich da nicht in die Lage versetzen von so einem Polizisten, klar, der ist geschult, der weiß Bescheid, ja, aber trotzdem, eine Fehlentscheidung getroffen und das kann es mit dir gewesen sein oder einfach, ja, blöd getroffen werden, zack, erledigt, wenn du da alleine bist. Ja, andere Länder wären die Polizisten wahrscheinlich erstmal weggefahren, so schnell wie möglich, hätten sich gesammelt und wären dann gesammelt da wieder hingefahren. Und der einfach alleine das Gebiet da gesichert und den Amokläufer mit dem Schusswechsel gestellt, ey. Unglaublich, unglaublich. Das ist schon echt krasses Phänomen von dicke Eier haben, aber wirklich. Ja, ist natürlich blöd. Ja, wenn da rumgeschossen wird, weiß man genau, es geht auf jeden Fall nicht gut aus, aber allein dieser Mut, da jetzt reinzurennen dann und die Personen zu retten, die jetzt da unschuldig rumlaufen vor so jemanden, ist schon echt Hammer. Ist schon echt Hammer. Ja, krasse Themen heute an Weihnachten, ich weiß ja nicht. Vielleicht doch mal wieder ein Themenwechsel. Themenwechsel, über was reden wir? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, wir hören ja die schöne Weihnachtsmusik gerade von dem Weihnachtsmarkt nebenan. So, die sind jetzt auf dem Weg auf jeden Fall in Richtung Krankenhaus, nachdem die jetzt hier einen Umweg durch den Schnee laufen. Die sind auf dem Weg ins Krankenhaus, die sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Kleinbrand. Kleinbrand habe ich noch komplett missachtet. Da müssen wir mal gucken, ob wir da oben überhaupt gescheit drankommen. Ich würde mit dem mittleren Löschfahrzeug gerade mal so hinfahren, dass der Popo Richtung Treppe ist, weil dann können wir hier vielleicht ein bisschen mehr Meter Schlauch rausholen, aber normalerweise verteile bis hierhin, Schlauch bis dahin sollte reichen. Ich hoffe mal, wir kommen doch rechtzeitig an, bis das Feuer sich ausbreitet. Aber da wir ja auf der Brandausbreitungsstufe Feuermann spielen, wir sehen es da oben links, ist auf dem grünen, nicht mehr auf dem knallroten, dieser kleine Pfeil da quasi. Das heißt, wir sind da ein bisschen gechillter unterwegs. So, können ja auch gerade mal beim Krankenhaus reinschauen. Und zwar können wir da mal gucken, ob da gerade viel los ist. Aber dafür, dass ich so viele Rettungswagen hier durch die Gegend geschickt habe, ach wobei, der eine Rettungswagen ist hier oben hingefahren und da kommt jetzt gerade der nächste an. Ja, alles recht gechillt. Der andere ist immer noch spazieren, also da können wir uns noch Zeit lassen mit dem Einsatz. Das ist, ja, ein bisschen Emergency-like. Ja, also das ist ganz normal. Das ist leider ganz normal, dass die stellenweise mit der Wegfindung Probleme haben. Das ist jetzt nicht nur hier bei der Brandstättkarte so, das ist sogar, wenn du die Emergency-20-Kampagne durchspielst, gibt es auch die ein oder andere Map, ich glaube es war Hamburg, die hat ganz viele Brücken und so weiter. Ja, und Brücken mag Emergency gar nicht, weil das Spiel weiß dann manchmal nicht, muss ich jetzt auf die Brücke oder muss ich unter der Brücke durch? Und dann kommt das auch oft zu der Situation, genauso wie hier in der Modifikation, dass einfach die komplett bescheuertsten Pfade für die Person oder Fahrzeuge rausgewählt werden. Für so kleine Sache, weil eigentlich lag der Patient ja hier neben dem Rettungswagen, wird da einfach mal kompletter Umweg gelaufen. Das ist leider Emergency. Es ist leider einfach so. Ja. Genau, dann dafür, dass wir auf der Brandausbreitungsstufe Feuermann spielen, hier fett Schnee liegt, ist es schon ganz schön brenzlig für Kiosk Snyder. Besonders, weil man da ganz viel Zeitung liegen sieht. Und Zeitung ist ein super Brandbeschleuniger, beziehungsweise super zum Feuer anzünden. Ja, da kommt die Feuerwehr gerade vorbeigedüst. Nein. Ja, ist besser. Also, ich mag das einfach, dass man diese Möglichkeit hat, das Martinshorn da quasi durchzuschalten. Das finde ich cool. Jetzt habe ich schon zweimal gegen das Mikro gehauen. Heute ist Hau dein Mikro-Tag. So, jetzt bin ich außerdem gerade auf die Leertaste gekommen. Ach, mit der Leertaste kann man hier die Einsätze rum. Ich spiele jetzt schon seit 200 irgendwas 80 Folgen Emergency. Jetzt fällt mir auf, wenn ich die Leertaste drücke, kann ich die Einsatzorte durchspringen. Jo, das ist wieder ein Tiefpunkt für den Tommy-Kanal. Ich weiß, dass die Taste X pausieren ist, Y alles ausblenden und so weiter und so fort, aber ich wusste nicht, dass die Leertaste quasi Mission durchswitchen ist. Alles klar. Das könnte ich jetzt den ganzen Tag machen. Gut. Willkommen zu einer Folge Switch den Einsatz. Ich könnte einmal aussteigen. So, ich muss gerade mal gucken auf mein iPad, ob da alles läuft. Ja, sieht gut aus. Hab ich nämlich eben gerade noch nicht gemacht. Oh, wir können den Verteiler sogar bis vor die Hütte legen. Das ist natürlich super. Ist nur die Frage, Hydrant. Hydrant haben wir hier an der Seite.
Super. Jawohl. Diebstahl. Oh, Diebstahl? Heute hat die Polizei auch ziemlich viel zu tun. Ah, Weihnachtszeit halt. Weihnachtszeit. Ja, da kann ich auch eine Story erzählen. ja, wir haben früher immer, also meine Familie hat immer am ersten Weihnachtsfeiertag zusammengesessen, Pute gegessen und so weiter und so fort. Wird ja jetzt nicht mehr gemacht am ersten Weihnachtsfeiertag. Und als meine Oma damals noch gekocht hatte, war das immer so. Und da war auch immer meine Tante da und Cousine, Cousin, alle möglichen versammelt. Und bei denen ist tatsächlich dann mal an dem Tag eingebrochen worden. Ja, und die hatten so einen netten Hund, der hat den Einbrechern sogar auch anscheinend die Türen aufgemacht. Nein, hat er nicht, aber der konnte halt Türen öffnen. Deswegen haben wir dann zu Spaß gesagt, der wird ihnen die Tür aufgemacht haben, aber nein, die Haustür war natürlich abgeschlossen. Ja, ist bei denen tatsächlich mal in der Weihnachtszeit eingebrochen worden. Und das Schlimme ist ja nicht mal, dass dann ein paar Sachen entwendet wurden. Ja, es waren ein paar Wertsachen, die weg waren. Es war, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen Geld, was zu Hause gebunkert wurde. Es war nicht so viel. Aber halt, wie die Wohnung aussah, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ey, wenn ein Tornado durch deine Wohnung fegt, dann sieht das noch besser aus, als wenn so ein Einbrecher da durchgefegt ist. Das ist wirklich richtig krass gewesen. Ich weiß auch nie, ob derjenige jemals gefasst wurde, keine Ahnung. Aber unglaublich, was man da einen Schaden anrichtet und was das auch bei manchen Leuten für einen psychischen Schaden anrichtet, weil die sich in ihrer Wohnung dann nicht mehr sicher fühlen und so weiter. Total die Paranoia kriegen, total die Ängste. Ist schon krass. Und ich meine, es ist auch ein Kackgefühl, glaube ich, wenn du weißt, dass irgendjemand Fremdes alle deine privaten Sachen durchgewühlt hat, alles rausgeschmissen hat, Schränke vielleicht dabei noch kaputt gemacht hat, weil Schubladen rausgerissen und um so auszulernen und zu gucken, ob da was drin ist. Alles in der Wohnung nur rumgeschmissen. Ja, du konntest da gar nicht mehr rumlaufen. Was ein bisschen blöd war, dass an dem Tag dann die Polizei auch so extrem lange gebraucht hatte, bis sie da war. Ich glaube, die mussten 2 Stunden warten, bis mal ein Streifenwagen da war. Bei dem Einbruch. Und dann musste ja noch weitere Polizei kommen, die sich dann die ganze Sache ein bisschen genauer noch angeschaut haben und so weiter und so fort. Also das war dann auch richtig. Ich glaube, ich werde durchgedreht. Wenn du jetzt weißt, okay, vor was weiß ich, eine Stunde, eineinhalb, vielleicht erst vor 10 Minuten ist der Einbrecher aus dem Haus gegangen. Und dann kommt die Polizei nicht bei. Ich meine, klar, ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass sie den da direkt irgendwo noch in der Umgebung stellen. Aber ich weiß nicht, ob man sich da so ein bisschen in den Stich gelassen fühlt. Keine Ahnung. Sag mal, ich lerne heute lauter Dinge. Wenn ich hier auf die Minimap draufgehe und benutze mein Mausrad, kann ich da zoomen. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Ich habe gedacht, es geht nur mit den Tasten hier oben. Ah, Weihnachten. Ich kriege heute lauter neue Sachen geschenkt, die mir auffallen. Na super. Schon ein bisschen peinlich. Vielleicht soll ich solche Erkenntnisse auch nicht immer so feiern, dann wird es gar nicht so auffallen. Ja, nice. Ich habe noch nie das Mausrad benutzt, wenn ich mit der Maus hier auf der Minimap war. Ich habe gedacht, es geht immer nur über diese... brauchen wir sowieso nicht, aber... Weil wir haben die Karte ja sowieso größer eingestellt, aber trotzdem irgendwie interessant. Ja, ich bin immer noch von der Leertaste begeistert. Brauche ich nicht immer so oben die Einsätze rauspicken, da kann ich auch einfach so rumspringen. Oh Mann. Naja. Feuer ist gleich aus. Feuer ist gleich aus. Wasserversorgung ist ja auch aufgebaut. Es ist zum Glück nicht auf das Kiosk Snyder übergesprungen, würde ich sagen. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt. Fake News. Ist nicht auf das Kiosk Snyder übergegangen. Somit haben wir Glück. Drring. Fertig. Packen wir weg. Fahren wir zurück. Es ist gerade so auffällig ruhig. Es ist gerade echt verdächtig ruhig. Ja, wir haben nur noch den Diebstahl offen und der ist eigentlich schon erledigt. Die sind auf dem Weg zur Wache. Mehr haben wir gerade nicht. Seid ihr, wenn es auf Stufe 5? Eddie, anaphylaktischer Schock. Anaphylaktischer Schock. Da bin ich mir ja nie sicher, muss ich da einen Rettungswagen rausschicken oder nur beziehungsweise nur den Rettungswagen rausschicken oder mit Notarzt. Da bin ich mir nie sicher. Theoretisch hätten wir auch den NRW einfach rausschicken können. Ich schicke jetzt in dem Fall einfach erstmal nur einen Rettungswagen raus aus der Wache 1. Der macht sich jetzt auf den Weg. Das neue Modell, ich finde das voll schön. Ist jetzt fast sogar mein Lieblingsrettungswagen. Vielleicht, eigentlich ist es ja immer der aus der Wache 4 gewesen, aber irgendwie... Der gefällt mir. Und die Tröte gefällt mir. Die nicht, die schon. Die hört man wenigstens.
Ich finde, es macht schon einen enormen Unterschied zwischen Pressluft und diesen ganzen anderen elektrischen Gedöns. Es macht einen enormen Unterschied. Gerade bei teureren Autos, die meistens besser gedämmt sind, ja, wo du auch weniger Schall drin hörst, da dröhnt es schon eher mal ins Auto rein als diese andere Tröte. Zum Beispiel unsere Rettungswagen hier, die sind auch mit Pressluft ausgestattet. Nicht alle, aber der ein oder andere hat es. So, jetzt kriegen wir gerade hier eine Vergiftung rein. Und wenn ihr die Tröte anmacht und fährt über die, beziehungsweise über die stark befahrene Straße, du hörst den. Ja, du hörst den irgendwie. Auch wenn es nur leise ist, du hörst den. Wenn man aber jetzt unseren Notarzt sieht, der hat kein Pressluft. Der hat irgendeine komische elektrische Tröte. Die hörst du null. Dafür hat er das geilere Blaulicht. Das Blaulicht ist viel greller irgendwie als vom Rettungswagen und ein geiler Blaulichtbalken obendrauf. Aber du hörst den einfach nicht. Moment, war falsch. So. Du hörst den einfach nicht. Also wenn der... Ich höre den nur, wenn der eigentlich fast direkt vor mir steht. Im Auto. Oder wenn er direkt hinter mir ist. Ich meine, den nimmst du meistens vorher schon wahr, weil das Blaulicht halt so unglaublich grell ist und schön ist. Aber du hörst den nicht. Du denkst, ja, da kommt jetzt mit Blaulicht von hinten angefahren, aber der hat ja gar keine Tröte an und ist auf einmal neben dir und denkst du dir, ach, der hat ja doch seine Tröte an, schön. Dann ist er wieder 10 Meter weitergefahren, hörst du ihn wieder nicht mehr. So ungefähr ist das. Ist schon ein bisschen gefährlich. Wenn du dann halt den Rettungswagen siehst, wenn er gerade seine Pressluft-Tröte anhat, was sie nicht immer haben, aber manchmal machen sie halt mal die laute Tröte an, dann nimmst du den einfach wahr. Die haben zwar, finde ich persönlich, die etwas älteren Modelle bei uns, die haben nicht so das gut sichtbare Blaulicht, ja, das ist ja mittelmäßig sichtbar, während die neueren Modelle schon wieder ein bisschen besser sichtbar sind. Aber du hörst sie halt einfach mit der richtigen Tröte. Wenn es nicht gerade wirklich eine komplett doofe Situation ist, dass du die halt nicht hörst, weil vielleicht ein LKW neben dir steht, du willst abbiegen und der fährt los, du fährst los und plötzlich steht ein Rettungswagen vor dir. Den Fall hatten wir auch schon mal. Ja, jetzt fährt dort hinten gerade der Rettungswagen vorbei, der andere, wir brauchen hier den Notarzt. Okay, ja, bin ich fast von ausgegangen, dass wir hier den Notarzt brauchen. Ich war mir jetzt nur nicht mehr sicher. So, Vergiftung brauchen wir aber keinen Notarzt. Das hört man im Vergleich zu dem. In einem recht gut schallgedämpften Auto. So, hier warten wir jetzt auf den Notarzt, aber ist jetzt nicht so eilig, weil sobald der Sani dran ist an der ganzen Sache, können das Blaulicht eigentlich gerade mal ausmachen, mal einen Heckwarner an. Sobald der Sani da eigentlich dran ist, verschlechtert sich der Zustand hier nicht mehr. Ja, es ist im neuen Emergency-Teil anders da. In Emergency HQ auf dem Handy ist es auch anders, da habe ich gehört. Aber hier in Emergency 20, sobald dann Sani dran ist, geht der Zustand nur ganz, ganz, ganz langsam weiter runter. Also es ist kaum der Rede wert. Wir könnten jetzt hier auch eine Stunde was anderes machen, die Patientin würde immer noch leben. Es ist ganz entspannt, sobald das erste Fahrzeug vom Rettungsdienst da ist. So. Ja. Jetzt können wir gerade hin und her springen quasi mit der Leertaste. Krasse Sache. Ja, ich habe mir übrigens auch in die Kommentare geschrieben, dass man am Dekon jetzt jeweils zwei Personen gleichzeitig dekontaminieren kann. Das muss ich mal ausprobieren. Danke für den Hinweis. Das müssen wir mal ausprobieren, sobald wir mal den passenden Einsatz haben. Wahrscheinlich werde ich es bis dahin wieder vergessen haben. Und ich hoffe, dass so ein Einsatz ganz, ganz weit in der Ferne liegt. Ich bin ja nicht so der große Fan von diesen Dekon-Einsätzen, aber gut, gehört halt irgendwie auch dazu. Muss ja mit allem rechnen. So, Blaulicht hier auch mal aus, Heckwarner an, Warnblinker ist an, muss reichen. Und genau, der Notarzt geht gerade mal an die Arbeit. Entschuldigung. So, ich bin immer noch so ein bisschen zu manchmal wegen der Erkältung. Unglaublich hartnäckig diesmal. Aber ich muss sagen, mein Husten ist schlagartig weg gewesen. Also nicht hundertprozentig, aber zu 95% ist mein Husten weg. Ja, einen Tag abends quasi vorher fast noch im Bett gestorben, weil ich nur noch Hustenanfälle hatte und nicht schlafen konnte deswegen. Und dann auf einmal am nächsten Morgen komplett Husten weg. Also richtig krass sich abgeändert. Ich bin gerade überlegen, ob wir hier den NAW hinchecken, weil wir sind nicht so weit weg. Der müsste einmal um den See fahren, zack, bumm, da. Andererseits, der Rettungswagen aus der Wache 8 wäre schnell da. Der Notarzt müsste aber von der 21 kommen, der würde länger brauchen. Wir nehmen den NAW, gerade entschieden.
So. NRW wieder für alle, die das Fahrzeug nicht kennen, vielleicht auch neu sind jetzt hier in dem Let's Play. NRW ist ein Rettungswagen, bei dem gleich der Notarzt mit drinne sitzt. Ja, zwei Sunnies und ein Notarzt mit an Bord. Das heißt, wir brauchen hier kein extra NEF rausschicken, das jetzt von irgendwo anders angefahren kommt, sondern wenn das Fahrzeug ankommt, haben wir alle Einsatzkräfte vor Ort, die wir brauchen. Kommt hier von der Werkfeuerwehr, Brandstedt. Ist jetzt nicht ganz so weit weg von dem Einsatz. Klar, wir müssen einen kleinen Bogen außenrum fahren, aber das, wenn man bedenkt, wenn ich jetzt hier den Rettungswagen hingeschickt hätte an diese Stelle dort, wo jetzt gerade mein Mauspfeil ist, dann wäre der Rettungswagen aus der 8 gekommen und Notarzt wahrscheinlich von der 21. Das wäre ein weiterer Weg wahrscheinlich als, ja, weiter nicht, aber es würde auch ein bisschen dauern. Nein. Ja. Wobei bei uns die Rettungswagen auch nicht immer Pressluft haben, wie gesagt. Und auch früher hatten die es auch nicht. Früher hatten die immer nur so eine Tröte. Mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Tröten die zur Auswahl haben. Kommt wahrscheinlich auch aufs Fahrzeug drauf an, aber wir haben alle möglichen Töne. So, wir haben auch gerade einen Streifenwagen da in der Nähe. War gerade ein Überlegen, ob ich den einfach mal da hinschicke. Dann kann der schon mal erste Hilfe leisten. Aber nee. So. Gucken wir gerade hier nochmal, Patient ist transportierbar, hier genauso, räumen wir gerade mal so ein bisschen auf. Da haben wir den NRW auf dem Weg hin und hier haben wir eine Vergiftung reinbekommen. Alles klar, Rettungswagen ist auf dem Weg. Mich wundert es ja gerade, dass wir recht wenig große Einsätze reinbekommen, dafür, dass wir eigentlich auf Einsatzstufe 1 sind. Wobei, zählt hypertensive Krise nicht zum großen Einsatz? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Notarzt muss hier mit. Ach, jetzt ist die Stimme wieder ein bisschen nach. Ja, aber trotzdem krass, dass irgendwie der Husten so schnell weg war. Vorher noch keinen Satz reden können ohne Hustenanfall so ungefähr und dann auf einmal so schlagartig. Ja, jetzt habe ich einmal geschlafen, 4 Stunden, jetzt bin ich topfit. Ja, manchmal ist es komisch. Krass, wie schnell das manchmal geht. Da hat der gute ganz viele Tee wahrscheinlich doch geholfen. Ich weiß ja nicht. So. Also, NRW ist auch eingetroffen. Wir machen das Blaulicht mal aus. Hat rückwärts fast den Patienten umgefahren. Wir machen mal die Umfeldbeleuchtung an, weil wir hier so ein bisschen im Schatten stehen. Und ich weiß nicht, ob wir von dem einfach mal ein Foto machen wollen. Wollen wir einfach mal? Einfach mal ein Foto? NRW? Mit Burger King. Eigentlich, das wird so ein Running Gag, oder? Die Burger King-Werbung im Hintergrund. Ich habe irgendwie immer das Glück, dass Burger King gerade in der Nähe ist, wenn ich ein Foto machen will. So, vielleicht ist das auch ein schönes Bild als Desktop-Hintergrund dann. Ich muss auch bald wieder mal Bilder fertig machen für die Premium-Mitglieder, fällt mir gerade ein. Muss ich mal wieder machen. Ich habe mir ein paar aufgeschrieben, beziehungsweise habe mir ein paar rausgesucht. Die muss ich nur mal fertig bearbeiten und dann kann ich mal wieder einen aktualisierten Ordner hochladen. Mit lauter schönen Screenshots. Ja. Beziehungsweise, doch, das war für die Prämienmitglieder. Ich bin gerade komplett verwirrt. Genau, da haben wir einen Rettungswagen. Da schicken wir gerade mal die Besatzung hin. Hier haben wir noch eine Person, die Kreislaufprobleme hat. Vielleicht auch gestürzt, Schmerzen, Kreislaufkollaps. Deswegen kann nämlich passieren, wenn man irgendwie starke Schmerzen hat oder blöd gefallen ist, kann auch gerne mal der Kreislauf versagen. Genauso wie wenn man blöd fällt, kann man auch mal ohnmächtig sein. Das habe ich als Kind auch mal hinbekommen. War aber auch eine gute Leistung. Zum Glück war meine ältere Schwester mit dabei und ist dann reingerannt und hat die Eltern geholt, weil ich habe nicht mehr geatmet, ich war ohnmächtig, ich war eigentlich ein paar Sekunden lang tot, sagen wir es mal so, bis mich meine Eltern dann gefunden haben und geschüttelt haben, bis ich wieder geatmet habe, quasi. ja, nee. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Keine Ahnung. Jedenfalls, es war Schaukelzeit. Wir hatten eine Schaukel im Garten stehen und man ist dann als Kind natürlich immer volle Möhre hochgeschaukelt, abgesprungen und dann geflogen wie Superman. Ja. Er ist natürlich schön und lustig, solange man in der Lage ist, gescheit zu landen. Konnte ich eigentlich, aber ich habe mich irgendwie in dem Moment, als ich abgesprungen bin, in der Schaukel verhakt und habe dann irgendwie komplett die Kontrolle über mein Leben verloren. Also komplett irgendwie dermaßen blöd in der Luft durch die Gegend geflogen, dass ich einfach voll auf meinen Rücken geknallt bin. Und da war ich halt mal kurz weg. Ja, passiert. Geschichten aus der Kindheit.
Wenn man so drüber nachdenkt, meine Eltern haben schon ein paar doofe Sachen mit mir erlebt. Einmal, dass der Hund an meinem Arm gehangen hat und wollte mich beißen oder hat mich gebissen, hat sich verbissen gehabt. Dann einmal ohnmächtig im Garten, ja, nicht mehr geatmet und so weiter. Ja, schon gut. Aber wenn ich so bedenke, aber im Vergleich zu der Kindheit von meinem Vater, was der so immer erzählt, ist das, was bei mir immer passiert, ist eigentlich voll harmlos. So bedenkst, er erzählt immer Stories, dass sie sich gegenseitig in der Straße mit Pfeil und Bogen abgeschossen haben, mit richtigem Pfeil und Bogen. Oder mit Zwackeln oder mit Stein beworfen haben. Und da war es stinknormal, dass irgendwie alle paar Tage irgendjemand eine Platzwunde von einem Stein am Kopf hatte. Verrückte Zeit. Das war noch eine andere Zeit. Die hatten früher auch so quasi ihre Ganglager im Wald irgendwo. Ich meine, das hatten wir als Kinder auch. Aber wir hatten da jemanden dabei gehabt, der hat sich immer so ein bisschen in die Hose geschissen. Sagen wir es mal so. Und man hatte da auch zwar so gegnerische Gruppen gehabt, die hatten auch Lager im Wald sich aufgebaut als Kiddies. Aber wir konnten da halt irgendwie denen nicht drohen, geschweige denn denen ihr Lager zerstören, weil sobald wir ein bisschen tief in den Wald reingegangen sind, hat der eine Kollege immer angefangen zu weinen. Also das war immer dann ein bisschen, konntest du einfach nicht so wirklich die andere Gang bekämpfen, das ging nicht. Ja, aber sowas hatten wir tatsächlich auch gehabt, so ein Lager im Wald, was wir uns gebaut hatten. Einfach irgendeine Grube ausgehoben, da ein paar Sachen gebunkert, was man so im Wald gefunden hat und kleine Höhle gebuddelt. Ja, keine Ahnung, war halt so normal. Da hatte man immer sein Versteck und dann hat man sich da halt getroffen. Und dann kam halt ab und zu mal so die Tage, dass das Lager von allen zerstört wurde. Da hat man halt geguckt, ob man irgendwo noch ein anderes Lager findet, aber mit dem einen Kollegen war halt nicht viel möglich. Das war immer so ein bisschen das Problem. Pol, Körperverletzung. So, Körperverletzung. Oh, da torkelt jemand vor der Berufsfeuerwache 1. Haben wir da einen Streifenwagen in der Nähe? Haben wir natürlich nicht. Ja gut. Schicken wir auf jeden Fall los. Ich weiß jetzt nicht, ob der Wagen hier kommt. Nee, der kommt nicht. Also wahrscheinlich, genau, wird da nochmal einer losfahren. Warum die hier rumstehen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ah, Ampel. Habe ich gerade nicht gesehen. Okay. So, da wird sich immer noch fleißig geprügelt. Ich schicke schon mal einen Rettungswagen raus, oder? Hat es ja eigentlich nicht ganz so weit. Alarm. Brandstedt. Eddie, gebrochener Arm. So, weiterer gebrochener Arm. Alarm. Brandstedt. Hauptfeuerwache. Hier gehen gerade die Alarmierungen los in der Wache 1. Na gut, wo ist der hingerannt? Ah, der rennt hier vorne rum. Okay, dann können meine Sannis schon mal loslegen. Ich hoffe, die kommen aus dem Tor raus, nicht, dass die Schranke da wieder zugeht, sobald die da irgendwie in der Nähe sind. Ja, torkelt da durch die Gegend, hinter der Wache entlang. Wir rennen mit Pfefferspray hinterher. Gönnt ihn mal ein bisschen, Pfefferspray, so. Okay, der eine Kollege bleibt hier gleich mal stehen, der andere schlängelt sich jetzt gerade mal durch. Ich hoffe, die Schranke bleibt oben. Nicht, dass ich da jetzt Probleme kriege, weil ich da drinnen geparkt habe. Das wäre ein bisschen mies. Er sucht sich gerade mal einen Weg zur Sanit. Och nö, jetzt sagt bloß nicht, ihr findet da keinen Weg hin. Kann sein, dass wir den Notarzt sogar brauchen. Kleine Umweg gelaufen. Ich sag's ja immer wieder, die Emergency-Wegfindung. Ja, die gehen hier immer noch spazieren. Ich bin auch gerade am überlegen, ob ich hier nochmal einen weiteren Streifenwagen rausschicke. Wobei, er macht eine Pause. Sehr schön. Er macht eine Pause. Sehr, sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal zu Weihnachten eine etwas längere Folge, oder? So mal so 45 Minuten, Stunde oder so. Ganz gemütlich. Eine Weihnachtsspezialfolge. Wird wahrscheinlich keiner Zeit haben, um das anzuschauen. Aber man kann es ja nachgucken. Okay, wir brauchen hier wirklich den Notarzt. Schicken wir raus. NEF kann sich ja eigentlich gerade nochmal hier vorne hinstellen. Alarm. Brandstedt. Hauptfeuerwache. Ja, dann ist die Rettungsdienstsparte hier gerade ganz schön unterwegs. Sieht ganz schön leer aus in der Halle. RD. Hypertensive Krise. Und weiter geht die Sache. Die ist noch nicht vorbei. Hier können wir aber jetzt ausnahmsweise mal ein Fahrzeug hinschicken, was nicht auf der Wache einsteht. Wir schicken hier wieder den NRW hin. Der ist noch einsatzbereit über Funk. Hypertensive Krise ist er wieder perfekt für ausgestattet. Der fährt gerade erst beim Krankenhaus wieder los. Der hat jetzt also eine etwas weitere Anfahrt, aber aus der Wache 21 oder aus der Wache 4 oder aus der Wache 1. Es wäre jetzt noch ein bisschen näher, aber so ein dramatischer Unterschied wäre das jetzt nicht. So, da kommt der Notarzt vorgefahren. Die paar Meter hätte er eigentlich auch laufen können, aber nö. Heute mal nicht.
Heute an Weihnachten wird nicht gelaufen. So, da kommt wieder mal ein Fahrzeug zurück, oder? So, hier, die können wir übrigens wegschicken. Die haben die Person festgenommen. Gehe ich mal davon aus, weil die haben sich ja geprügelt schon. Alles klar. Super. Ja, Rettungswagen kommt zurück. Ja, dann können ja wieder ein paar mehr Rettungsdiensteinsätze jetzt reinkommen. Alles klar. Kann es ja wieder losgehen. Das Gute ist, die Schranke bleibt tatsächlich offen. Wir können hier also beruhigt arbeiten. Ich würde hier aber jetzt auch mal das Blaulicht ausmachen. Finde ich ein bisschen übertrieben. Wir befinden uns noch auf der Wache. Mit unseren Fahrzeugen Blaulicht an und so weiter. Volles Getröne. Nicht so ganz nötig jetzt hier in dem Fall. Und ich sehe gerade, ich glaube, unser NRW macht gerade merkwürdige Abkürzungen. Wobei, nee, das ist ja dann ein Weg, der da hinten lang führt. Ja gut, dann ist er ja aber gleich schon da. Das ist super. Wäre der jetzt aus der Werkfeuerwehr losgefahren, bis der ausgerückt wäre, wäre auch nicht schneller da gewesen, ja. So direkt unterwegs. Na, nicht die Frau überfahren, die Gute. Ich mache heute irgendwie ständig die Umfeldbeleuchtung mit an. Brauchen wir eigentlich gerade nicht so wirklich. Was wir auch nicht so unbedingt brauchen, wobei wir stehen... Na, nee, wir stehen nicht in der Kurve drin, wir stehen vor der Kurve. Heckwarn erreicht, Warnblink erreicht. Passt. So, wir können auch hier schon mal den Sunny sagen. Nimm dir mal die Trage raus, wobei hier ist Taste Z springt zum Notarzt. Taste U ist jetzt in dem Fall hier die Trage. Und wir haben mal wieder was für die Feuerwehr zu tun. Ja, ist doch auch mal schön. So, kommt aus der Freiwilligen Feuerwehr 24. Ein LF-20 vom Katastrophenschutz ist gerade hier am nächsten dran. Das heißt, von hier unten geht jetzt die Sirenenalarmierung los. Das Tor geht auf und los geht's. Ja, wir schauen aber gerade mal bei den anderen Einsätzen, wie es da aussieht. Hier können wir einen Patienten aufnehmen, den Patienten können wir aufnehmen. Ups. Nein. Ich habe den Sunny mit der Trage ja da schon hingeschickt, deswegen ist der Rettungswagen gerade losgefahren. Das war so nicht gewollt. Du kannst wieder da hinten parken, wenn du möchtest. Also gar mit Rückwärtsgang gezielt wieder hingefahren. Krass. So, dann brauchen wir den Notarzt. Der kann schon mal einsteigen, Tasche wegbringen. Was haben wir denn da eigentlich für eine Verletzung? Innere Blutung, okay. Habe ich fast mit gerechnet. Dann haben wir den Einsatz abgeschlossen. Den schließen wir jetzt auch ab, den gebrochenen Arm. Hypertensive Krise. Laden wir jetzt gerade auf. Und hier warten wir auf die Feuerwehr, bis die ausrückt. Die ist immer noch nicht ausgerückt. Immer noch fleißig mit der Sirene alarmiert. Aber in der Zeit können wir uns hier um die anderen Einsätze kümmern. Und zwar, die schicken wir jetzt weg. Da brennt's. Die laden gerade ein. Und die sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Gut. Also, hypertensive Krise würde ich auch schon mal abschließen. Bleibt jetzt eigentlich nur noch der Brand hier offen gerade. Und die Feuerwehr rückt aus. Super. Ich würde sagen, wir begeben uns wieder hier in... Das klingt wieder so lächerlich für so ein großes Fahrzeug. Ach. Klingt alles nicht so toll. Alles nicht so passend für ein Feuerwehrfahrzeug, finde ich. Persönlicher Geschmack hat jeder einen anderen. Das hat auch irgendein elektrisches Gewimmer. Gestürzte Person. Naja, gestürzte Person, wir kümmern uns nochmal darum. Gebrochener Arm. Ich finde es aber so voll passend eigentlich, Schnee und dann so viele Einsätze. Ups, den Rettungswagen schicken wir gerade in das Gebäude da drüben rein. Rettungswagen, da sind wir in der Nähe von der Wache 4, genau, da kommt der Rettungswagen angefahren. Gucken gerade mal hier, die Feuerwehr ist noch nicht vor Ort. Aber die sind wenigstens hier für so Wetter vorbereitet. Guckt euch mal das Profil an von den Reifen hier. Die können da wenigstens nicht durchschaufeln. Ich glaube, die haben da keine Probleme. So, es ist immer noch der eine Baum. Wären wir jetzt auf Schlimm 7, hätten wir hier jetzt schon wieder einen fetten Waldbrand hier. Das Gebäude wahrscheinlich schon eingestürzt, ist schon explodiert. Keine Ahnung, wäre hier schon wahrscheinlich Riesenchaos. So finde ich es einfach passender. Weil ich selbst schon einen brennenden Baum im Winter ein bisschen fantasievoll finde, aber... Klar, das kann ich noch ein bisschen, wenn es nur wirklich bei dem einen Baum bleibt, ein bisschen nachvollziehen, dass da irgendwie ein Feuer ausbricht. Aber nicht, dass hier ein kompletter Wald, der komplett schneebedeckt ist, irgendwie anfängt zu brennen. Das ist dann ein bisschen übertrieben. Deswegen die Stufe erhöhen wir dann wieder mit der Brandausbreitung. Ja, jetzt brennen auch die anderen Bäume. Die Stufe erhöhen wir dann auf jeden Fall wieder, wenn wir, beziehungsweise wenn es hier wieder ein Update gibt und der Schnee weg ist.
Ich hoffe, der bleibt ein bisschen. Wäre schade, wenn er direkt nach Weihnachten wieder weg wäre. Ich hoffe, der bleibt wenigstens bis ins neue Jahr hin mal. Aber ich weiß ja nicht, was die Entwickler geplant haben. Keine Ahnung. Verkehrsunfall. TH1 Verkehrsunfall. Unklare Lage. Gut. Unklare Lage bedeutet, wir schicken erstmal die Polizei los, weil die steht hier direkt um die Ecke. Die steht da. Au. Oh, brennt sogar. Brennt sogar. Gut, wir schicken einen HLF mal raus. Und wir... Ups, wollte eigentlich gerade nur das Fenster schließen. Ich wollte gerade die Polizei mal hier hinschicken, dass wir da die Straße dicht machen. Und wir brauchen auf jeden Fall Rettungswagen bis... Ups, das war einmal falsch. Wir brauchen auf jeden Fall Rettungswagen bis NEF plus Rettungswagen. Würde ich einfach mal hier vorschicken. So, kommt aus dem Krankenhaus und aus der Berufsfeuerwache 2, so wie es aussieht. Genau, und der Notarzt genauso. So, HLF rückt schon aus, so wie es anhört. Genau. Hatten wir zuerst alarmiert und rausgeschickt. So, hier sieht es gerade wild aus. Ich hoffe mal, die kriegen das unter Kontrolle, aber normalerweise. Sind jetzt zu zweit. Wenn man hier auf der Brandausbreitungsstufe Feuermann spielt, kann auch ein Feuermann einen Baum löschen. Auf der Stufe Schlimm 7, glaube ich, ging das nicht. Du, glaube ich, immer zwei Feuerwehrleute, um einen Baum zu löschen. Jedenfalls war das mal so. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Nicht drauf geachtet in den letzten Folgen, aber jedenfalls brauchst du da ein bisschen mehr Manpower, um Feuer zu löschen. Hier ist es dann recht angenehm jetzt auf der Stufe. So, da können wir aufladen. Anderer Streifenwagen fährt hier einfach mal dran vorbei, alles klar. Kann man machen. Kann man machen. Ich würde sagen, hier die Polizisten sollen sich gerade mal ihre Warnweste anziehen. Verkehr umleiten weiß ich gerade nicht so. Ich glaube nicht. Wir machen hier mal Vollsperrung. Feuerwehr hat nämlich hier auch geparkt. Brauchen hier auch ein bisschen Platz. Bin gerade überlegen, ob wir Schnellangriff machen. Nee, machen wir nicht. Komm, Verteiler dahin. Wir holen hier das Wasser. Da ist noch einer, der hat nichts zu tun. Jetzt hat er was zu tun. Rettungswagen ist da. Gut. Zeugen befragen müssen wir hier nicht. Wir können aber schon mal in das eine Fahrzeug gucken mit dem Gruppenführer. Das müsste genau der Rettungswagen aus dem Krankenhaus sein. Der ehemalige Infektionsrettungswagen. Jetzt als ganz normaler Rettungswagen hier im Einsatz. In der Version 1.2.0. Gut, zwei Stück fangen an zu löschen. Zwei Stück haben nichts zu tun. Dann kann einer schon mal anfangen hier rauszuschneiden. Und der nächste kann von mir aus da nochmal mithelfen. Wobei, bis der da ist, ist das Feuer schon aus. Gucken, wie viele Leute in dem Taxi drin sind. Ich würde fast mit zwei rechnen. Fahrer und Fahrgast. Kann aber auch sein, dass das Taxi natürlich leer durch die Gegend gefahren ist. Falls es überhaupt ein Taxi ist, ja. Da drüben hängt das Schild. So ein bisschen, ja, merkwürdig da. Jetzt bin ich mal gespannt. Eine Person, okay. Kein Fahrgast mit drin. Oder nur noch der Fahrgast. Der Fahrer ist abgehauen und weiß es ja nicht so genau. Gut, erste Person ist auf jeden Fall in wenigen Sekunden befreit. Oh, hier sind wir wieder an der Werbungwand. Sehr schön. Die ganzen, die Wall of YouTuber. Hihi. Muss immer mal wieder Danke sagen dafür. Vielen Dank. Lauter YouTuber. Sehr schön. Gut, ich bin jetzt mal gespannt, was wir hier für eine Verletzung haben. Für alle Fälle haben wir den Notarzt mit dabei, also das ist kein Thema. Einen haben wir dabei. Notfall, falls wir zwei brauchen. Kann ein bisschen dauern. Gerade erst mal gucken, wo sind wir denn überhaupt auf der Map? Wir sind da, in der Nähe von der 22. Ja, Notarzt kann ein bisschen dauern. Falls wir noch einen brauchen, aber hier sieht es gut aus. Hier haben wir nur ein gebrochenes Bein. In Anführungszeichen nur ein gebrochenes Bein. Und ansonsten brauchen wir nichts machen. Wir brauchen keine Betriebsstoffe abbinden. Wir brauchen keinen Kanaldeckel abdichten. Wir brauchen nichts weiter machen mit der Feuerwehr. Das heißt, wir können eigentlich mit denen schon mal hier die Fahrbahn räumen. Und könnten dann auch schon mal Abschlepper anfordern. Ja, können wir auch so einfach über die Polizei machen.
Einmal so. Einmal der andere vielleicht hier vorne hin. Und ja, einen Notarzt brauchen wir. Und zwar hier Schockzustand. Perfekt, dass wir den mit dabei haben. Mal den Heckwarner an von dem. Blinkt ein bisschen mehr. Wir stehen hier so ein bisschen in die Kreuzung rein, aber das sollte eigentlich, ja, problemlos in Ordnung sein. Also wenn da jemand den Rettungswagen rammt, weiß ich auch nicht, wenn er da schon da steht. Wobei, der hat wenig Blink-Blink von der Seite, aber gut, das sollte schon auffallen. Da finde ich ja immer die amerikanischen Fahrzeuge so krass. Die siehst du halt aus allen Blickrichtungen, glaube ich. Mich würde es nicht wundern, wenn die hier oben sogar einen Strahler haben, was im Helikopter und so weiter anblinkt. Also die haben ja rundum alle möglichen Lichter. Ja, so Lichter, wo hin und her blinken, so LED-Blitzer quasi, die haben alles. Alles. Ja, sogar hier vorne an Feuerfahrzeugen stellen wir so rotierende Lichter. Also die haben wirklich alles. Alles, was irgendwie leuchten kann, haben die an Fahrzeuge geklatscht, in allen möglichen Winkeln. Finde ich immer krass, sieht cool aus. Ich finde manchmal hier so Rettungswagen haben ein bisschen wenig dran in Deutschland. Weil wenn man den jetzt zum Beispiel hier von der Seite sieht, der hat hier vorne keine Blitzer, da nichts, am Spiegel nichts. Wenn er sich wirklich so seitlich über die Kreuzung tastet und hat irgendwie sein Horn nicht an oder ist extrem leise, dann siehst du gar nicht, dass er eine Einsatzfahrt hat quasi. Dann siehst du, wenn du Glück hast, siehst du hier oben, dass was leicht schräg gestellt ist. Ja, früher war das ja noch weniger mit dem Blaulicht, wenn ich so an meine Kindheit denke. Unsere alten Rettungswagen. Die hatten hier oben einen Blaulichtbalken drauf. Drehspiegel, Drehspiegel. Ich glaube, die hatten hier hinten... Hatten die hinten was? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber wenn, dann auch nur so eine Drehspiegelleuchte oder so. Also komplett wenig. Schlecht sichtbar. So, dann können wir eigentlich die Fahrbahn gleich wieder freigeben. Und ich habe noch kein Foto gemacht, oder? Doch, von dem NRW hatte ich ein Foto gemacht. Stimmt ja. So, Abstepper 1, Abstepper 2. Die machen sich jetzt gleich auf den Weg. Und somit geben wir einfach die Straße frei. Nur noch jetzt die Abstepper, die hier arbeiten. Mehr ist da nicht mal zu tun. Hier, den können wir auch ins Krankenhaus schicken. Jawohl, läuft. Okay, der zweite hat auch einen Weg gefunden. Streifenwagen nimmt eine Abkürzung, kann man machen. Federung freut sich und der Stoßdämpfer. Einfach mal so über den Bürgersteig drüber. Beziehungsweise diesen Trennstreifen in der Mitte. Kennen wir ja auch City Skylines ganz gut. Ist ganz praktisch. An manchen Stellen. Aber die Polizei fährt hier trotzdem drüber. Rettungswagen auch. Den ist auch egal. So, die fahren alle weg. Das ist schön. Verkehr ist wieder freigegeben. Haken wir ab. Oder da war ja nichts mehr offen sonst. Nee, nur noch Patienten ins Krankenhaus bringen. Kommen Rettungswagen aus allen Ecken. Und ja, Krankenhaus hat wieder gut was zu tun. So, die zwei kommen auf jeden Fall. Die sind mit Blaulicht schon mal ins Krankenhaus gefahren. Die kommen zuerst an. Und dann sind noch zwei Stück unterwegs anscheinend. Der und dort ist noch einer. Also die Notaufnahme hat wieder was zu tun. Ja, wir haben jetzt letztens auch wieder eine Story erlebt mit Krankenhäusern. Beziehungsweise es wird gerade noch erlebt. Die Person ist noch im Krankenhaus. Und zwar die Schwester von meinem Opa. Auch schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, ob die auch schon um die 90 rum vielleicht ist. Und ist zu Hause gestürzt, wohnt alleine, hat so einen Notknopf am Arm. Ja, natürlich gestürzt, nicht mal an den Notknopf drangekommen, ohnmächtig gewesen. Wir wissen nicht, wie lange sie gelegen hat. Auf jeden Fall ein bisschen. So, dann wurde sie nicht leider bei uns ins Krankenhaus gebracht, sondern eine Stunde Fahrt. Vorher war kein Krankenhaus mehr frei. Also nur noch das weit entfernte. Gut, das Krankenhaus hat sie durchgecheckt. Und da haben sie festgestellt, sie hat Corona. Hat sich bei dem Sturz angeblich nichts weiter zugezogen. Aber hat Eiter im Brustkorb. Ja. Konnten, also sie sollte operiert werden, aber war nichts. Konnte sie da nicht machen. Gut, also wurde sie in eine andere Klinik gebracht. Da haben sie dann festgestellt, oh, Schlüsselbein ist ja gebrochen. Das ist aber doof. Gut, dann haben sie gemerkt, huch, den Eiter können wir ja doch nicht entfernen. Wir können doch die Operation nicht machen. Also ist sie jetzt quasi von dem ersten Krankenhaus eine Stunde zu einem anderen Krankenhaus transportiert worden. Oder über eine Stunde ist es sogar. Fahrt von dem einen zu dem anderen. Und die haben dann festgestellt, okay, das können sie doch nicht machen. Und haben festgestellt, erst in dem zweiten Krankenhaus, dass da was gebrochen ist. Gut, also, zweite Krankenhaus konnte auch nichts machen. Dann haben sie vom zweiten Krankenhaus
nochmal zu einem anderen Krankenhaus gebracht. Da haben sie dann festgestellt, es ist nicht nur das Schlüsselbein gebrochen. Da ist doch ein bisschen mehr im Brustkorb kaputt gegangen. Und jetzt liegt diese Person quasi im dritten Krankenhaus. Da haben sie dann erst festgestellt, das Schlüsselbein gebrochen ist und noch ein bisschen mehr. Oh, Brandstifter, den Einsatz hatten wir lange nicht mehr. Und die haben sie jetzt operiert auf jeden Fall. Und dann mussten sie jetzt sogar erstmal ins künstliche Koma legen. Ich schicke hier einen Rettungswagen hin, Alter. Tommy, reiß dich zusammen, wenn du wieder am Erzählen bist. Konzentrier dich. Ja, ich glaube, diese ganze Aktion hat jetzt über eine Woche gekostet an Zeit, bis jetzt diese ganzen Sachen gefunden wurden. Aber es ist halt krass, dass zwei Krankenhäuser das einfach nicht wahrgenommen haben, dass da total mehr gebrochen ist. Und das wahrscheinlich auch durch diese Brüche im Brustkorb, dass dadurch halt das Eiter wahrscheinlich dahin gekommen ist. Ja, brauchst du drei Krankenhäuser für. Das ist ein bisschen verrückt. Ich meine, ich mache den Leuten in der Notaufnahme oder so im Krankenhaus, denen will ich eigentlich keinen Vorwurf machen, deswegen mache ich auch nicht. Aber ich weiß, die haben verdammt stressigen Job, verdammt viel Verantwortung auch und ich würde nicht mit denen tauschen wollen, auf jeden Fall. Es kann mal Fehler geben. Ja, auch lange Schichten, unmögliche Arbeitszeiten und so weiter und so fort. Deswegen kein Vorwurf an die Leute irgendwie, aber es ist halt stellenweise echt auch lebensbedrohlich, wenn solche Sachen passieren, gerade bei so älteren Menschen. Eigentlich darf sowas nicht passieren. Deswegen, da ist so dann die Frage, wo ist die Grenze zwischen, ja, man hat halt mal Scheiße gebaut, ist doof gelaufen und wo ist dann halt die Grenze, wo man sagt, ja, da sollte man vielleicht mal gegen vorgehen, weil das kann eigentlich nicht sein. Und wo ist die Grenze zu, ja, drückt man nochmal ein Auge zu. Die Frau ist jetzt im künstlichen Koma, die vom Krankenhaus haben auch schon gesagt, es sieht nicht so hundertprozentig gut aus. Ja, wen schiebst du dann den schwarzen Peter zu? Ja, dass es jetzt überhaupt so weit gekommen ist, weil hätte man das alles vielleicht viel früher erkannt in den Krankenhäusern, dann wäre das vielleicht auch gar nicht so schlimm ausgeartet. Und ist halt auch irgendwie krass, dass man drei Krankenhäuser braucht, um zu erkennen, dass die Frau, die gestürzt ist, sich nicht bewegen konnte und so weiter und so fort, mehrere Sachen gebrochen hat. Dass man das Eiter im Brustkorb findet, aber nicht auf die Idee kommt, ja, vielleicht ist doch irgendwas gebrochen, das sich vielleicht dann entzündet hat durch irgendeine Wunde oder keine Ahnung. Ist schon ein bisschen krass. Naja. So, wir haben jetzt gerade mal, ja, einen Löschzug rausgeschickt. Ich weiß nicht, ob der reicht. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. So. Ist auch genauso damals, wie mein Opa im Krankenhaus war und dann auch gestorben ist. Erst liegt er fast im Sterben quasi laut Krankenhaus. Wir konnten alle nicht hin, Corona-Zeit, wir waren selber alle krank. Keiner von uns durfte ins Krankenhaus. Das heißt, es ging die ganze Zeit übers Telefon. Erst sah es auch nicht gut aus. Dann auf einmal war er von denen, oder auf einmal haben sie gesagt gehabt, einen Tag später, kerngesund, topfit, ja, wird jetzt wieder aus dem Krankenhaus entlassen, kommt jetzt erstmal in eine Pflegeeinrichtung, weil zu uns nach Hause wieder, wo die kranke Pest quasi herrscht, können wir ihn quasi nicht hinschicken, kommt jetzt erstmal da in eine Pflegeeinrichtung und so weiter und so fort. Und da haben uns alle schon gewundert, wie kann das sein? Gestern der Mann noch am Sterben quasi, so von den Erzählungen, was sie am Telefon gesagt haben. Und einen Tag später soll der Mann mit paar 80 Jahren wieder kerngesund sein und wird irgendwie abgeschoben aus dem Krankenhaus. Da haben wir alle gedacht, das kann doch nicht sein. Die können den doch jetzt nicht mit einer schweren Lungenentzündung innerhalb 4 Tagen oder 3 Tagen aus dem Krankenhaus entlassen wieder. Und da haben wir schon gedacht, das stimmt doch irgendwas nicht. Die wollen die doch nur loswerden, weil sie anscheinend kein Geld mehr mit dem verdienen können, keine Ahnung. Ja, und was war dann? Dann haben sie ihn einen Tag in die Pflegeeinrichtung gebracht und hat sich sein Zustand dermaßen verschlechtert, dass er dann tatsächlich verstorben ist. Und man sich dann auch so denkt, ja, schön vom Krankenhaus. Aber gut, ich habe heute nur unschöne Themen an der Weihnachtsfolge. Ey. Was ist denn da los? Ach ja. So, ich warte hier immer noch gerade, dass der Löschzug quasi eintrifft. Das Geile war halt zu der Zeit, mein Vater hatte das Gleiche gehabt wie mein Opa, auch Lungenentzündung und so weiter und so fort. B0, Kleinbrand. Der hat 3 Wochen, glaube ich, rumgekämpft. Der war zu Hause, hat 3 Wochen rumgekämpft, bis er wieder fit war. Und im Krankenhaus mein etwas älterer Opa. Einfach nach 3 Tagen quasi noch im Sterben, dann plötzlich am 4. Tag kerngesund, aus dem Krankenhaus rausgeschmissen und am 5. Tag quasi dann gestorben. Das ist schon
grenzwertig, wo man dann auch so denkt, ja, geil, dass Krankenhäuser irgendwie nur noch so ein Geldsystem haben, ja, dass alles dann nur noch um Gewinn geht und nicht mehr um Menschenleben. Aber wie gesagt, kein Vorwurf gegen den Leuten gegenüber. Ich glaube, die kriegen es erstens nicht anders dabei gebracht, zweitens, es geht halt alles nur um Geld. Und drittens, wenn die Person auch noch viel Aufmerksamkeit braucht, weil dement und so weiter und so fort, ich glaube, dann will man die Person erst recht nicht da haben. Das ist halt, ja, schwieriges Thema. Naja, so, wir sind hier auf jeden Fall gerade fleißig am Löschen. Beziehungsweise legen jetzt gleich los. Ich warte jetzt noch, bis die DLK da ist. Ich bin jetzt wirklich gerade hier mal voll wenig, beziehungsweise hier mit wenig Fahrzeugen gerade mal hergefahren. Wir spielen ja nicht auf der schlimmsten Brandausbreitungsstufe. Ich hoffe mal, dass der eine Löschzug hier reicht dafür. Ich bin mir nicht sicher. Ich wollte es jetzt einfach mal probieren. Ups, jetzt habe ich da zweimal drauf geklickt. Einer Stopp. Müsste einer reichen, der dahin rennt. Gut, hier haben wir noch einen Kleinbrand reingekriegt. Schicken wir gerade auch mal einen LF raus oder einen HLF. Ist gerade eigentlich komplett egal. So. Gut, also Wasserversorgung ist einmal hergestellt. Ich habe den einen zum Glück abgefangen, der durfte nicht mehr. Ja, da hinten brennt ein Baum, das ist natürlich nicht so schön. Ich weiß nicht, ob ich da drankomme, wenn ich hier nochmal ein paar Leute dran schicke und vielleicht den einen gerade mal sage, lösch den mal da hinten, bevor das hier doch noch so ein Waldbrand wird, das wäre nicht so geil. Gut, dann hier einmal Pumpe anschließen, beziehungsweise hier mit der Pumpe verbinden, dass wir hier schön Druck auf der DLK haben. Und ich glaube, dann haben wir es gleich schon. So, hypertensive Krise. Mitten im Nirgendwo. Rettungswagen und NEF brauchen wir hierfür. Ist ziemlich weit weg von der Werkfeuerwehr, deswegen schicken wir Rettungswagen plus NEF. Also Rettungswagen mal vom Krankenhaus los und NEF von der Berufsfeuerwehrwache 2. Oh, Stimme lässt nach. Mann. Gut, wir sind aber jetzt bei 57 Minuten schon. Ich mache mal den Einsatzstopp rein. Ich glaube, für eine Weihnachtsfolge reicht es dann fast schon. Es wird wahrscheinlich an Weihnachten... Wobei, morgen ist hier die Emergency-Folge. Kann sein, dass das sogar noch angesehen wird. Ich glaube aber, die anderen Folgen, die an dem Tag rauskommen, ich glaube, die werden Views haben, so 10, 20 vielleicht. So meine Erfahrung. Weihnachten ist immer ein bisschen schwierig. Eigentlich müsste man Weihnachten rum kaum Videos hochladen, bis gar keiner. Wenn man so überlegt. Ich glaube, letztes Jahr auch. Ich meine, letztes Jahr war sowieso noch viel weniger auf dem Kanal los. Ja, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber selbst da sind so dermaßen die Views noch weggebrochen. Da hattest du eh nur wenig Aufrufe und dann an Weihnachten einfach gar keine. Das ist schon krass. Ich bin mal gespannt dieses Jahr. Aber ich verstehe das auch komplett. Also ich bin da auch nie böse. Auch bei so einer Folge, die eine Stunde lang geht, bin ich auch nicht böse, wenn man sagt, ja, das ist so viel, kann keiner angucken. Gibt halt immer Leute, die wünschen sich das, lange Folgen. Dann gibt es andere Leute, die sagen, ja, ich habe keine Zeit dafür für eine lange Folge. Dann gucke ich es lieber gar nicht. Ja, das gibt's auch. Es ist immer schwierig, so ein Mittelmaß zu finden. Deswegen, ich finde eigentlich eine halbe Stunde Emergency immer ganz okay. In der Zeit kann es 1, 2, 3 Großeinsätze geben. Ist schon, glaube ich, ganz okay. Stunde Folge ist halt dann immer Bonus. Ja, spezielle Tage oder mal eine spezielle Folgennummer oder. Und ja, es gibt aber halt auch andere Spiele, da passiert in einer halben Stunde nicht so viel. City Skylines zum Beispiel oder Park Beyond oder keine Ahnung, so Aufbauspiele halt. Da ist eine halbe Stunde Folge halt echt wenig, da passiert halt im Grunde genommen gar nichts. Da hast du vielleicht in City Skylines eine Straße ordentlich gezogen. Ist halt komplett doof, dann, wenn du dann wieder 1, 2, 3 Tage warten musst, bis die nächste Folge kommt. Nur da kommt man dann halt auch irgendwann zu dem Punkt, wo man sagt, ja, das kann doch eigentlich gar keiner mehr gucken. Weil eigentlich ist es viel zu viel. So viel Zeit hat niemand im Leben. Schwierig. Ich weiß auch noch zu meinen Zeiten, wo ich damals immer Let's Plays geguckt habe. Oh, stimmt mir das sowas von nach. Da waren die Folgen noch maximal 15 Minuten lang. Da waren auch Folgen mal nur 10 Minuten lang oder 12 Minuten. Weil über 15 ging nicht, konntest du nicht hochladen. Das waren noch Zeiten.
Und da waren die Internetverbindungen noch langsamer, die Technik ganz anders, die Software ganz anders. Da gab es einfach nicht mehr. Da hast du vielleicht dann ein, zwei Folgen pro Tag gehabt. Die gingen dann 10 Minuten, wie gesagt. Dann hast du wieder einen Tag warten müssen, bis die nächste Folge kam. Das ist schon... Das war schon Folter. Nee, aber ging halt nicht anders. Und es war auch okay. Also da hast du dann mal kurz deinen Lieblings-Let's Player gehört. Warst dann damit zufrieden. Und ich habe es halt öfter so gemacht. Ich habe dann einfach manchmal gewartet, bis die Projekte durch waren. Ist zwar nicht so gut für den YouTuber, weil der da nicht so wirklich Feedback bekommt. Ist das Let's Play gut? Ist das Spiel doof? Ist es schlecht? Aber so konnte ich dann immer die Playlist angucken und habe dann immer am Stück quasi die ganzen Folgen durchgesuchtet. Ich meine, dann kriegt er die Views ja immer noch, aber er kriegt halt kein direktes Feedback. Ist das Spiel halt jetzt geil? Ist es nicht gut? Weil wenn er sieht, ja okay, gucken sich nur 100 Leute an, dann ist das Spiel nicht gut. Oder beziehungsweise will keiner gucken. Ich glaube, wir müssen hier nochmal einen anschließen. Der Zaun ist doch ein bisschen schwierig. Ah, hier sind wir mittlerweile auch angekommen. Sehr schön. Deswegen, eigentlich ist so eine halbe Stunde schon voll der Luxus, wenn man an die alte Zeit damals denkt. Ich glaube, früher war es sogar noch einmal so 10 Minuten nur. Gab es, glaube ich, erst als Grenze. Dann, glaube ich, eine Viertelstunde, dann irgendwann unbegrenzt von der Zeit her. Ich kann mir das aber auch gar nicht vorstellen. Ey, 15 Minuten Video. Da habe ich ja gerade mal mein Intro und mein Outro gesprochen, quasi. Das ist zack, 15 Minuten rum. Da kannst du halt auch über nichts reden. Kannst du gar nichts machen. Und das Gute ist, der YouTuber hat wahrscheinlich weniger Arbeit gehabt. Wobei, wahrscheinlich auch nicht, weil da damals die Software anders war. Irgendwie, die zwei sind top motiviert, aber machen irgendwie doch nichts. Ich glaube, dass die Dateigrößen da auch wahrscheinlich noch komplett anders war, aber die Qualität war halt auch noch anders. Ich weiß es nicht, wie das damals war. Ich habe damals mit Fraps aufgenommen, meine ersten Videos. Das war 2008. Und ich glaube, die Dateigrößen waren schon echt bestialisch. Und auch die Rechenleistung von den Computern damals, boah. Ich hatte keinen so geilen Computer. Ich konnte Spiele spielen, aber nicht auf höchsten Einstellungen. Und ja, war schon so ein Kampf. Aber wenn du dann noch Fraps nebenbei laufen hattest, Alter, das Ding, das hat ja dermaßen gequalmt, da ist die Leistung dermaßen weggebrochen. Heutzutage bei den Computern, wenn du da nebenbei mal so ein Aufnahmeprogramm laufen lässt, das merkst du eigentlich noch kaum. Ich meine, jetzt bei meiner Grafikkarte, die ich jetzt habe, die ist sowieso extra für sowas aufgebaut quasi. Ja, was heißt extra dafür aufgebaut? Die ist halt einfach anders konzipiert. Bei der merkst du das kaum. Ja, ich meine, in The Bus, wenn ich da spiele, sind immer noch 1-2 FPS weniger ungefähr, aber das ist halt nicht mehr so krass. Damals, wenn du, was weiß ich, 30 FPS in dem Spiel hattest, du hast Fraps gestartet, zack, hattest du 10 oder 15. Also hast du schon richtige Maschinen gebraucht, die das dann quasi richtig mal handeln konnten. Und dann hast du auch noch viel Speicher gebraucht und. Und dann hast du auch noch keine gescheite Software gehabt für die Mikrofone und so weiter. Das war schon echt ein Kampf. Und deswegen konnte ich das dann auch irgendwann nicht mehr weiterführen, weil ich irgendwann dann halt schulisch nicht mehr so viel Zeit hatte und. Da habe ich den jetzt so weggeschickt oder habe ich den Rettungswagen rein? Nee, der läuft zum Rettungswagen. Und da hast du einfach irgendwann keine Zeit mehr für gehabt, um dich um die Sachen zu kümmern, weil da gab es auch noch nicht so viel Hilfe im Internet. YouTube, wie gesagt, erst angelaufen. Was heißt erst angelaufen? Aber da gab es auch noch nicht alles. Heutzutage, wenn du irgendwie, wie repariere ich meine Waschmaschine, Typ bla 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 von der Firma bla bla bla, Modellnummer bla bla bla. Dann kriegst du 100 pro bei YouTube irgendein Video angezeigt, was zu deinem Modell passt. Und dann kannst du das reparieren, nachbauen. So war ja YouTube früher noch nicht. Ja, genauso Let's Plays. Zu der damaligen Zeit, du konntest auch so schnell deinen Kanal aufbauen. Aber ja, du hast da halt auch wirklich noch mehr Durchhaltevermögen gebraucht oder einen guten Computer, technische Kenntnisse, gute Internetleitung und so weiter und so fort. Und halt viel Zeit. Weil du halt vieles selber rausfinden musstest und ausprobieren musstest. Und vielleicht dich durch Foren durchlesen musstest. Ich meine, das musst du auch immer noch heutzutage machen, aber nicht so extrem wie damals. Du hattest halt keine andere Möglichkeit. Heutzutage, wenn du irgendwas zu der Software oder zum Mikro oder so wissen willst, YouTube, gib's einfach ein, kriegst du irgendein Video angezeigt, wo irgendjemand darüber spricht. Viel einfacher. So, hier ist die Polizei anscheinend immer noch auf dem Weg. Keine Ahnung. Naja. War schon eine andere Zeit, aber du hast halt mit den kleinsten Videos irgendwie innerhalb ein paar Stunden so viele Views gehabt und so viele neue Abonnenten. Wenn du es dann
ich habe ja im Jahr 2021, glaube ich, wieder den Kanal hier aufgenommen. Ich hatte das 2008 gemacht, dann hatte ich, keine Ahnung, immer so ein paar Videos hochgeladen mal, dann habe ich das komplett irgendwie fallen lassen, habe ich mal Fotovideos hochgeladen, also Bilder gemacht, das dann zusammengeschnitten, das hochgeladen und dann 2021, glaube ich, habe ich erst wieder mit Let's Plays angefangen. Da hast du halt die ersten Videos gar keine Views mehr und so weiter. Da ist halt, da gibt's keine Abos oder keine Views. Wenn du Glück hast, wird dann irgendwann mal ein Video von dir gelistet, weil es halt einfach so viele andere Leute gibt, die das mittlerweile machen. Ich bereue es aber immer noch, dass ich das damals nicht weitergemacht habe. Da wäre der Kanal schon so viel größer. Ich meine, ich finde es zwar auch jetzt schon mega, dass wir in den letzten Jahren so viel erreicht haben auf dem Kanal, so viele Views, auch jetzt wieder durch Notruf. Unglaublich, wir haben wieder diesen Notrufeffekt. Unglaublich viele Abonnenten hinzugekommen, sau viele Views auf die Videos und so weiter und so fort. Aber ja, wenn ich das halt damals fortgesetzt hätte, das wäre noch krasser gewesen. Aber der Kanal wächst und gedeiht ja noch. Ich bin auch über jeden einzelnen Abonnenten dankbar, der den Kanal wirklich unterstützt. Das freut mich wirklich sehr. Ich gucke da sehr auf dem Tag nach, sind es wieder mehr geworden und freue mich einfach mega drauf, auch neue Leute in den Kommentaren zu sehen und so weiter. Also richtig, richtig cool. Na gut. Ich will jetzt mal aufhören, hier zu plaudern. Die Weihnachtsfolge geht jetzt hier über eine Stunde. Ich habe mir gedacht, ich gestalte den Endscreen heute mal ein bisschen anders. Was heißt anders gestalten? Wir hören uns einfach noch gemeinsam ein schönes Weihnachtslied an zum Abschied, würde ich sagen. Ja, deswegen sage ich einfach noch, ja, ich wünsche euch noch, wie gesagt, am Anfang ein wunderschönes Weihnachtsfest. Habt einen tollen Tag. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr neu seid. Und ja, gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen, würde auch sehr weiterhelfen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, ich switche auf den Endscreen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.